Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Gramm, ich hatte mich ja schon gefreut, dass Ihre Fraktion davon abgerückt ist, dass wir uns die übliche Hetze von Herrn Juncker oder von Herrn Dregger anhören müssen zu dem Themenbereich. Tatsächlich sind Kollege, Sie dem Anspruch in dem Zusammenhang von Hetze zu sprechen, bitte ich Sie jetzt doch wieder die übliche Wortwahl hier einzuhalten. Okay, ich mach mal weiter. Herr Gramm, tatsächlich sind Sie diesem Anspruch überwiegend auch gerecht geworden. Allerdings sind wir an ein paar Stellen auf jeden Fall unterschiedlicher Ansicht. Denn zu negieren, dass es in der Mitte dieser Gesellschaft Rassismus gibt, wird einfach den aktuellen Studien zu diesem Thema nicht gerecht, bei denen immer wieder als Ergebnis zutage tritt, dass zwischen 20 und 40% in dieser Gesellschaft, also der Bevölkerung in dieser Gesellschaft, mindestens mal antisemitisches Gedankengut vertreten und teilweise ein geschlossen rechtes Weltbild vertreten. Das, was da an der Stelle bei Ihnen rauskommt, ist schlicht und ergreifend das Problem, das wir in Deutschland haben, ob dieser wirklich schlimmen rassistischen und nationalsozialistischen Vergangenheit vergessen wir leider immer wieder gern, dass es Rassismus tagtäglich in dieser Gesellschaft und in der Mitte der Gesellschaft gibt. Hunderttausende Migrantinnen und Migranten können das schlicht und ergreifend belegen und sie tun es immer und immer wieder. Und sie werden tagtäglich damit konfrontiert, dass sie in Behörden rassistisch angegangen werden, dass sie auf der Straße von Otto-Normalverbraucher rassistisch angegangen werden. Das sind Sachverhalte, die können Sie nicht ignorieren und an der Stelle behaupten, es gäbe keinen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft. Und tatsächlich lassen Teile Ihrer eigenen Fraktionskollegen uns immer wieder mit der Bestätigung dessen zurück, dass auch in der CDU rassistisches Gedankengut vertreten ist. Herr Kollege Gramm. Also lieber Kollege Höfinghoff, eigentlich tut es mir leid, Sie haben offenbar überhaupt nicht zugehört. Ich habe mich wirklich bemüht, in differenzierter Art und Weise dieses Thema hier fernab von jeder parteipolitischen Auseinandersetzung zu halten. Ich finde es im Übrigen unerträglich, dass Sie Kollegen in diesem Haus und insbesondere Kollegen meiner Fraktion rassistisches Gedankengut unterstellen. Das weise ich mit aller Schärfe zurück. Das ist genau das, lieber Kollege Höfinghoff, was ich nicht will, wenn Demokraten miteinander reden. Das trifft nicht den Kern. Und ansonsten sage ich Ihnen, Sie können gerne meine Rede nachlesen. Ich habe nicht bestritten, dass es Rassismus in der Mitte der Gesellschaft gibt. Ich habe nur gesagt, nicht in der Breite. Es wird teilweise übertragen. Und wenn Sie die Passage gehört hätten, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht ausschließen, und natürlich gibt es das, dann habe ich aber daraus gefolgert, dass wir es sind als Demokraten, die dem entgegentreten sollen. Und dann nützen irgendwelche Angriffe rassistischer Art gegen Menschen in diesem Haus oder gegen den Senator nichts.